Ja, der ist uns überhaupt nicht gewachsen. Der pfeift doch jetzt schon aus dem letzten Loch. Und die Marktplätze halten halt so ewig viel aus. Wird das mal alles zerstört? Und ehrlich gesagt, ich habe mich schon seit längerem nach irgendeinem Let's Player gesehen, der mal nicht so extrem alles aufregend macht, sondern einfach mal ganz normal spielt. Natürlich Spaß am Spiel, kann man auch so haben, indem man so aufgedreht ist, aber gibt es denn wirklich jeder, der diese Schiene fahren muss? Kann man nicht einfach mal ganz normal reden und ganz normal im Spiel spielen? Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Da hat man natürlich weniger Abonnenten, aber weil die meisten Leute wollen Lustiges und muss immer alles quirlig lustig sein. Aber ja, man möchte auch ein bisschen mal runterkommen, glaube ich, wenn man reinkommt. Nur noch 15 Bürger, okay, dann haben wir es fast geschafft. Wie viel haben wir? Fast 1000 Kaufleute. Also haben wir 975 zum Schluss. Seiten, ich baue die Hochschule noch und dann könnten wir die eine Schule abreißen und dann könnten sie hier wenigstens. Könnte ich das Gebäude hier noch bauen? Vielleicht baue ich das Gebäude auch einfach mal. Baue ich auch die Hochschule noch? Vielleicht machen wir Aristokraten aus denen. Obwohl, ich glaube, ich reiße das Gebäude wieder ab. Hier stehen bloß wieder Brände. Ich habe keinen Bock auf Brände. Die nerven mich einfach nur. So, jetzt können wir eigentlich Blau besiegen. Setzt die Vorsegel! Ihr wart erfolgreich. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Ja, das war jetzt nicht so schwierig, der war... Aber trotzdem, ich habe das verdient. Natürlich. Der konnte sich jetzt nicht so wirklich gegen uns stellen. Mit seinem Anfangsschiff, und das war es eigentlich auch schon. Das war der einzige Widerstand. Vielleicht noch, was wir an Zeit gebraucht haben, um hier alles klein zu schießen. Aber dann war Ende. Gut. Die Leute werden vertrieben von der Insel. Hier hat niemand zu wohnen. Ich mag immer nur eine Insel haben. Weil sonst muss ich mich um mehrere Sachen kümmern. Das kann für mich bleiben, das ist gut. Aber das kommt alles weg. Jawohl, mein Fürst! Für unseren Herrscher! Oh, was kann man hier noch draufhauen? Wir könnten mal ein paar Indianer besiegen. Für unseren Herrscher! Wenn wir jetzt hier drauf schießen, müssten sie böse sein. Ich glaube, jetzt können sie uns nicht mehr leiden. Oh ja, sie greifen uns schon an. Hoffentlich kommen sie nicht ran. Unser... Oh, ich glaube, sie sind schon dran. Die greifen tatsächlich an. Mach mal das kaputt. Gut. Einer ist verletzt. Ja, gegen Schiffe. Können sie nicht viel machen. Haupthaus, der Medizinmann spricht einen schrecklichen Fluch gegen euch aus. Die Eingeborenen verfluchen uns. Aber da lebt doch noch einer. Okay, er ist tot. Wir haben die Eingeborenen vernichtet. Zu Befehl. Was haben die denn für Probleme? Gibt's doch noch genug von euch. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne... Eure Felder verdorren. Das ist übrigens der Fluch. Pass auf der Insel, wo wir sie besiegt haben. Ja, das ist der gefährliche Fluch.
Aber andererseits, wenn ihr den Platz braucht, dann lohnt es sich schon, die loszuwerden. Und ihr kriegt Punkte für besiegte Gegner. Gab's hier noch irgendwo welche? Wenn wir schon mal dabei sind. Außer auf der Insel. Ah, hier mache ich lieber nicht. Da könnte sein, dass Rot uns den Krieg erklärt schon. Das ist mir... Ach, da war ich schon. Oh, gibt bloß noch... Gibt tatsächlich bloß noch zweimal. Die handeln jetzt nicht mehr mit uns. Ich glaube, ich weiß auch nicht warum. Wir haben zwar ihre Freunde besiegt, aber trotzdem. Aber trotzdem werden sie uns nicht direkt angreifen. Die haben jetzt einfach nur keinen Handelsvertrag mehr mit denen. Das ist alles. Ansonsten sind sie ganz glücklich mit uns. Und wir haben fast genug Eisen. Das heißt, wir werden demnächst auch mal wieder ein bisschen Geld sparen können. Ich hoffe ja eigentlich drauf, dass hier noch eine kleine Animation kommt, weil es gibt auch eine Animation, wenn ihr die solche Völker besiegt. Ich bin mir gerade unsicher, kann es sein, dass sie sauer auf uns sind? Ich dachte, wir haben bloß einen Handelsvertrag gebrochen damit, Dina. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit allen Krieg haben gleichzeitig. Mal rausfinden. Sie haben uns noch nicht angegriffen. Oh doch, die sind sauer. Die gehen direkt auf uns los. Aber gegen die Kanoniere kommen sie natürlich nicht an. Das ist wie mit den echten Ureinwohnern. Erinnert euch mal an die Indianer. Als die Musketen kamen, war Schluss. Die sind echt sauer auf uns. Ey, mach die nicht kaputt, die waren teuer. Okay, jetzt haben sie auf jeden Fall keine mehr. Jetzt könnten wir rein theoretisch unsere Leute hier stehen lassen. Und die schießen dann regelmäßig die Soldaten kaputt, die da rauskommen. Haupthaus, Eingewohnerhütte. Keine Ahnung, welche die Kriegerhütte ist. Könnte die sein, die sieht da noch aus. Ja, genau die wollte ich sehen. Eingeborenen verfluchen euch. Die haben angefangen. Ja, in dem Fall stimmt es sogar ein bisschen. Zu Diensten, mein Fürst. Ja, aber sobald ihr ein Volk vernichtet habt, sind die nicht mehr so auf euch zu sprechen so gut. Ja, die hängen halt alle zusammen. Wahrscheinlich zählt das als ein Volk. Und es ist eigentlich das einzig wirklich friedliche Volk, solange du sie in Ruhe lässt. Und wir haben sie vernichtet. Tja, ja. Ja, ich glaube, Rot kommt jetzt auch nicht mehr weiter. Der hängt, glaube ich, auch auf seiner Evolutionsstufe hier ein bisschen fest. Es könnte durchaus daran liegen, dass ich ihm einfach bestimmte Güter nicht geben konnte. Weil normalerweise wären die schon recht groß. Vielleicht liegt es auch was anderem. Ach, da gibt es ja auch Eingeborene. Die müssen wir auch noch loswerden. Und die, also zwei Eingeborenen gibt es hier noch. Zwei Eingeborene. Einmal Piraten. Piraten sollten eigentlich kein Problem darstellen. Wir haben bloß ein Konto. Da ist auch nichts mehr. Die Insel könnte ein bisschen schwerer sein, weil der schon da auch rundherum hat. Nichts. Nichts. Das ist auch vollkommen unsere. Ob ich das nicht hole, da weiß ich nicht. Also das hier, aber ich meine das hier. Keinen Schimmer. Und dann lassen wir erstmal. Der ist verletzt. In die Wanten. Können wir wenigstens mal den Arzt in Aktion zeigen?
Jawohl, mein Fürst. Ich sag den Aktion, ihr sollt dahin zu gehen. Diensten, mein Fürst. Komm raus. Zu Befehl. Habt ihr gesehen, dass es kann? Bin ich an der falschen Stelle? Zu Diensten, mein Fürst. Jawohl, mein Fürst. Zu Befehl. Okay, die Sicht ist mäßig. Für unseren Herrscher. Ach genau. Die muss ich reinschicken, sowas. Soldaten wurden geheilt. Das war das Rätselslösung. Zu Diensten, mein Fürst. Er kam nicht raus, ich musste die reinschicken. Das war bei der Siedler 4, wo der Heiler rausgekommen ist. Also, er hat den Mitarbeiter des Lazaretts. Setz die Vorsäge! Schiffsreparatur beendet. Hurra! Setz die Vorsäge in die Wand! Ach nee, Moment, da müssen ja neue Soldaten rein. Zu Befehl! Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Schiffe ich brauchen werde, um rotlos zu werden. Es könnte vielleicht noch einen kleinen Augenblick dauern, bis wir die zusammen haben. Vielleicht eine zweite Werft bauen, aber das wäre dann wirklich im Rahmen des Let's Plays. Vielleicht mache ich das dann gleich, aber dafür habe ich gerade nicht genug Geld. Allerdings fehlt mir dann eh bloß wieder das Holz. Dann könnte ich eigentlich den. Da brennt gleich wieder irgendwas, glaube ich. Dann müsste ich den Einkauf von Holz wieder starten. Ach, endlich! Hoffentlich geht irgendwas kaputt von ihm, außer Mauer. Ja, Weg geht kaputt. Ja, mehr aber auch nicht. Ich hab das gerade gesehen, da hat gerade ein Stück gefehlt. Das war auf jeden Fall ein Bug. Ach nee, da fehlt tatsächlich was. Das ist ein Bug. Aber der ist nicht weiter wild. Ich muss sagen, sowas ist durchaus zu verkraften. Als Spielfehler, da gibt es viel, viel schlimmere. Und das nimmt euch ja auch nicht vom Spielspaß. Ganz bugfrei ist es ja nicht. Aber so viele habe ich jetzt noch nicht gefunden. Das mit der KI-Schleife, ja, aber das ist eigentlich auch teilweise unterhaltsam. Also ihr habt natürlich eine Karte gemacht. Den Karteneditor zeige ich übrigens, sobald ich das Spiel hier beendet habe, zeige ich euch, wie der Karteneditor funktioniert. Ach, ich mache jetzt einfach mal Aristokraten draus. Schule kann weg. Wir werden ja bloß eine. Denn wenn man eine Hochschule hat, braucht man keine normale Schule mehr. Die Schüler gehen direkt auf die Elite-Uni. Von 6 Jahren an kein Problem. Theater fehlt, aber ein Theater hatte, glaube ich, auch eine ziemlich große Reichweite. Könnte ich alle mit einmal hinkriegen. Oh. Jetzt sind wir wieder pleite. Ach, ich muss ja rechtsklick. Bauen dürfen sie? Oder ich weiß gar nicht, ob sie den Schmuck unbedingt brauchen, um Aristokraten zu werden. Es könnte sein, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, Aristokraten brauchen dann einfach alles. Vielleicht kann ich auch gar nicht ausbauen, das wäre jetzt natürlich schade, aber im nächsten Spiel wird es dann gehen. Dann habe ich es wenigstens versucht. Es war nicht meine Schuld. Verurteilt mich gefälligst nicht. Nee, ich sehe da schwarz.